Wir schauen uns mal an, was wir heute vorhaben. Wir haben uns heute mal auf drei Punkte fokussiert, die wir mit Ihnen durchgehen wollen. Ja, zum einen wollen wir nochmal grundsätzlich auf das Thema moderne Zusammenarbeit mit Microsoft 365 eingehen. Wir wollen Ihnen so ein bisschen zeigen, wie unsere Story gegenüber den Kunden ist, was wir da für Argumente nennen können, was Mehrwerte sind. Das möchten wir uns im ersten Teil anschauen. Dann möchten wir auf einen sehr, sehr wichtigen Baustein mal tiefer uns fokussieren. Ja, und das ist Microsoft Teams. Ja, ich glaube, ein Thema, was am Markt sehr, sehr stark brummt, auch was bei Microsoft gerade enorm im Fokus steht, mit eines der wichtigsten Tools dort. Da möchten wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Und dann werden wir im dritten Punkt uns mal damit beschäftigen, okay, was ist denn jetzt wichtig bei so einem gesamten Projekt zu berücksichtigen? Ja, das heißt, was sind Punkte, auf die wir achten müssen? Wie ist so ein Projektablauf? Ja, da möchten wir einfach mal ein paar Erfahrungswerte einfach auch teilen, ein paar Best Practices. Und das sind so die Punkte, die wir heute dann uns mit Ihnen einmal anschauen wollen. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, würde ich sagen, lassen Sie uns mal starten mit dem Thema moderne Zusammenarbeit mit Microsoft 365. Genau, Gut, also. dann würde ich direkt mal übernehmen. Ja, Zusammenarbeit mit Microsoft 365, bevor wir auf die Lösungen eingehen und schauen, was ist denn alles so mit drin. Lassen Sie uns erstmal einen Blick drauf werfen, was Ihren Kunden und unseren Kunden so im täglichen Arbeitsleben für Herausforderungen begegnen und warum dann auch das Thema Microsoft hier als Lösung sehr nachgefragt ist, auch sehr gut passt. Ja. Aber und warum Microsoft die Lösungen genau so schneidert, wie sie auch gerade sind. Ja, wenn Sie mit Ihren Kunden sprechen, werden Sie wahrscheinlich so Sachen hören wie, naja, wir haben ja anders wie früher noch, ja, eine ganz hohe Anzahl an viel mehr Geräten. Wenn Sie jetzt heute auf Ihren Schreibtisch schauen, ja, wird wahrscheinlich nicht nur ein Laptop dastehen, sondern bei dem einen oder anderen auch ein Tablet, ein iPad oder auch ein Mobiltelefon, das Ganze vielleicht sogar noch getrennt nach Privat- und auch nach Unternehmensgeräten. So, ne? Und natürlich mit der steigenden Anzahl von Geräten, die man managen sollte und muss, ja, steigt natürlich auch die Anzahl der Daten. Ja, die Anzahl der Daten, die natürlich auch hier nicht nur verfügbar gemacht werden sollen, ja, sondern natürlich auch noch sicher zur Verfügung gestellt werden sollen. Das ist einmal so Sachen, wo man hier auch sieht, Mensch, viermal mehr Geräte, als es noch in den letzten Jahren war. Ich glaube, das können Sie selber auch so bestätigen und werden Sie bei jedem Kunden auch wiederfinden. Ja, dann haben wir hier sowas in der Statistik, ne, 72% mehr von zu Hause in 2020. Und ich glaube sogar, ist die Zahl eventuell sogar noch vor Corona da war. Ja. Vor Corona, wenn Sie überlegen, noch Anfang letztes Jahres hat man darüber gesprochen, über New Work, wie die Arbeitswelt sich hier auch verändert. Ja. Weg von, ich sag mal, eher strengeren Hierarchien zu flachen Hierarchien, aber auch vor allem mit was und wo arbeite ich. Ja. Nicht mehr nur an einem starren Arbeitsplatz, sondern tatsächlich auch von unterwegs, im Flugzeug, im Zug etc. Natürlich, ne, dann kam irgendwann der März und es war Corona da. Und was ist passiert? Man hat aber, das ist genau das, ne, auch die Veränderung, nicht mehr, dass man hauptsächlich zum Beispiel im Büro an seinem Arbeitsplatz war, sondern natürlich von zu Hause aus. Also die Anzahl der Homeoffice-Nutzer, was da vorher schon sehr stark Trend war, hat sich schlagartig verändert, wo die Unternehmen oder viele Kunden von uns umdenken müssen, wie sie das Ganze natürlich auch gewährleisten können. Ja. Wir schauen uns nachher mal so ein paar Tools dazu auch an. Das sind auch Zahlen, das ist natürlich dann ab März schlagartig ist das nach oben gegangen und hat den Trend nicht nur verstärkt. Ja, Satya Nadella hat ja gesagt, was innerhalb von Corona hat, was innerhalb von 10 Jahren normalerweise so im Plan war, wurde in 2 Jahren jetzt umgesetzt. Ja, also ich glaube, diese Trends sind eindeutig da und spiegeln sich dann auch natürlich bei Ihren Kunden wieder. Ja. Zudem solche Sachen wie Verdopplung von Teams oder agile Strukturen, auch die Zusammenarbeit. Ich kann mich selber noch sehr gut daran erinnern, vor 10 Jahren, als ich bei der Telekom angefangen hatte, ja, dass man doch eher
oder oft in seinen eigenen Bereichen gearbeitet hat. Ja, wenn ich das jetzt vergleiche, wie man hier bereichsübergreifend mit anderen Teams, mit anderen Organisationen zusammenarbeitet und das tatsächlich täglich, ja, das, genau das begegnet auch unseren Kunden. Und nicht nur zu vergessen, intern, sondern natürlich auch extern. Ja, die Zusammenarbeit mit Lieferanten, mit Kunden, mit Partnern, wie wir es jetzt heute hier gerade im Moment auch gerade erleben, der hat natürlich sehr, sehr stark zugenommen. Und das ist einer der Punkte, ja, die solchen Tools, wie es zum Beispiel Microsoft zur Verfügung stellt, hier damit, ich sag mal, darauf antworten. Ja. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Hier haben wir eine Zahl, 45% verwenden soziale Netzwerke bei der Arbeit. Was ist denn damit gemeint? Da ist damit gemeint, dass wenn man Mitarbeitern Tools nicht an die Hand gibt, zur Verfügung stellt, und auch hier spreche ich wieder aus frühen Jahren, ist auf die Telekom ja nicht zuhören, aus eigener Erfahrung, ja, was macht man da? Man versucht natürlich, was man vielleicht aus dem Privatumfeld kennt, ja, freie, die frei verfügbar sind, zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Cloud-Speicher, ja, hier auch für sein eigenes Arbeitsunternehmensleben mit einzubinden, ne, so Thema Schatten-IT. Also auch sowas sind Themen, die wir oft bei Kunden sehen, aber ich denke, nicht immer passen alle von diesen Herausforderungen auf alle Kunden, aber sie werden, wenn sie mit den Kunden ja sprechen, immer ein, zwei, drei Punkte haben, die da sehr, sehr ja, gravierend sind. Ja? Und wie Microsoft mit welchen Baukasten und Lösungen gerade im Office 365-Umfeld darauf antwortet, Janik, ich glaube, das stellst du jetzt vor und da schauen wir mal direkt rein. Genau. Vielen Dank, Christian. Also was wir uns jetzt heute nochmal anschauen wollen, die Lösung, die Microsoft letztendlich dann auch dafür zur Verfügung stellt, um auf diese Herausforderung zu reagieren, ja, und einfach das Thema des modernen Arbeitens abzudecken, das ist Microsoft 365. Ja. Und letztendlich ist Microsoft 365 ja nichts anderes als eine Kombination aus unterschiedlichen Produkten. Ja. Zum einen ist das Office 365, das ist Windows 10 und das ist Enterprise Mobility und Security. Ja, ich vermute mal, die oberen beiden, also Office 365 und Windows 10, das ist breit bekannt, ja. Das, was eher weniger bekannt ist, ist das, was dann hinter Enterprise Mobility und Security steckt. Abgekürzt heißt es EMS. Das ist die Security oder die Sicherheitspalette, sage ich mal, die dann dahinter steckt. Und das ist jetzt noch nicht bei so vielen Kunden bekannt. Ja, aber das ist letztendlich erstmal die Idee hinter Microsoft 365. Wir haben eine Lösung, eine ganzheitliche Lösung und der Mitarbeiter ist mit dieser Lösung dann auch wirklich rundum versorgt. Das heißt, er hat einen sicheren Arbeitsplatz, er hat einen modernen Arbeitsplatz und das ist letztendlich erstmal der Anspruch von Microsoft 365 aus der Microsoft-Perspektive. Ja, das heißt, einfache Lizenzierung. Und wir decken den Mitarbeiter rundum ab. Das ist der Anspruch. Ja. Jetzt muss man natürlich dabei wissen, Microsoft 365, Microsoft hat ja auch ihre Produktwelt ein bisschen umbenannt. Ja. Das heißt, Produkte, die damals noch Office 365 hießen, gerade aus dem Business-Bereich, die heißen mittlerweile auch Microsoft 365. Ja. Microsoft sich so ein bisschen mehr in dieses ja, Microsoft 365-Wording verschoben hat. Aber die grundsätzliche Idee erstmal ja, ist diese gesamtheitliche Betrachtung, Microsoft 365 Bestandteile aus unterschiedlichen Perspektiven und wir decken dort die Mitarbeiter ganzheitlich mit ab. Ja, und was das jetzt bedeutet, diese unterschiedlichen Bereiche, die schauen wir uns dann auch nochmal an. Wir möchten uns heute im Webinar fokussieren auf den Bereich Office 365, ja, also auf das Thema, wie arbeite ich denn effizient zusammen, ja. Und das Thema Security, das schauen wir uns beispielsweise morgen im Webinar dann nochmal genauer an. Zum Thema Office 365. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Fokus liegt darauf, wie können wir effizient heute zusammenarbeiten, wie können wir modern zusammenarbeiten. Und das, was ich meinen Kunden immer erzähle, ist, dass Office 365 eigentlich wie ein großer Werkzeugkasten ist. Es gibt super viele verschiedene Werkzeuge und man muss sich jetzt die Werkzeuge raussuchen, die für den Kunden dann auch wirklich gewinnbringend sind, die ihm auch grundsätzlich helfen. Ja, das ist erstmal so die grundsätzliche Einstellung, die hinter Office 365 steckt. Es wird nie jedes Werkzeug zum Kunden passen, ja, aber man muss sich wirklich das Werkzeug raussuchen, was dann auch wirklich einen Mehrwert bringt. Und ich habe jetzt hier auf der Folie erstmal die vier
die vier aus meiner Sicht wesentlichsten Werkzeuge mitgebracht, ja, die auch den größten Mehrwert schaffen. Wir schauen gleich mal noch ein bisschen weiter darüber hinaus, was es sonst noch für Werkzeuge gibt. Ja. Aber das sind erstmal die vier wesentlichsten Werkzeuge aus meiner Sicht, die in Office 365 dann letztendlich zur Verfügung stehen. So, und je nachdem, auf welchem Stand der Kunde jetzt ist, müssen wir natürlich auch von der Argumentation unterschiedlich anfangen. Also es gibt Kunden, die noch relativ weit vorne sind. Ja, da muss man erstmal damit anfangen, dass, wie sich dieses Modell verändert hat, ja, weil die kennen vielleicht noch das alte Office, was ich mir irgendwie mit einer CD, wo ich mir das noch in den Schrank gestellt habe, um das entsprechend zu lizenzieren. Ja. Auf diesem Stand gibt es noch Kunden, die dort sind, gibt aber auch schon Kunden, die letztendlich schon das Bewusstsein haben, was Office 365 letztendlich auch ist. Ja. Also das heißt, wenn der Kunde noch nicht so weit in diesem ganzen Thema drin ist, dann fange ich auch wirklich erstmal bei A an. Ja, das heißt, ich erkläre ihm erstmal, wie dieses Modell sich letztendlich verändert hat. Ja, das heißt, wir hatten früher eine Lizenzierung, die auf dem Gerät basiert. Ja, das heißt, ich lizenziere wirklich jedes Gerät. Ja, bei Office 365 lizenziere ich den Nutzer. Warum tue ich das? Weil, Christian hat es eben gesagt, wir haben viel mehr Geräte heutzutage. Wir wollen mobil arbeiten, das heißt, wir wollen sowohl auf unserem Tablet als auf unserem PC als auch auf unserem Handy arbeiten, ja, weil ich ja unterwegs auch arbeiten möchte aus der Bahn oder am Flughafen oder wo auch immer, wenn ich dann mal wieder mehr reise nach Corona. Das sind so die Themen. Ja. Das heißt, das ist zum Beispiel so ein grundsätzliches Thema, wo ich damit anfange, das mal zu erklären. Ja. Oder auch das Thema, wie das Ganze auch von der Versionierung ist. Ja. Das heißt, wir hatten ja früher ein Office 2016 oder 20, fangen wir mal ein bisschen früher an, ein 2013er, ein 2016er, ein 2019er. Ja, das ist ja mittlerweile auch so, dass wir es nur noch eine Version gibt und die aktualisiert sich dann immer automatisch. Das heißt, ich habe immer die neueste Version, das ist jetzt eine Cloud-Lösung. Das heißt, wie gesagt, wir schauen da letztendlich dran, wie tief wir dann auch bei den Kunden einsteigen müssen, wo wir anfangen müssen. Wie gesagt, häufig ist die Präsenz mittlerweile bei den Kunden oder das Verständnis bei den Kunden auch schon vorhanden, dass wir auch gar nicht mehr so stark über solche Themen dann auch sprechen müssen. Und die meisten kennen sich schon damit aus. Wenn wir uns jetzt mal die unterschiedlichen Bausteine anschauen, der erste Baustein ist dann das Thema E-Mail und auch hier aus Microsoft-Sicht weiterhin wichtiger Baustein und weiterhin Baustein, der auch weiterhin benötigt wird. Ja, das heißt, gerade für eine verbindliche, für eine zielgerichtete Kommunikation brauche ich auch weiterhin meine E-Mail. So, und hier ist jetzt natürlich das Thema, ich muss mich jetzt hier um nichts mehr kümmern, ja, weil das ist eine Software-as-a-Service-Lösung, bedeutet, ich bekomme ein fertiges Postfach, muss mich nicht mehr um den Server kümmern, nicht mehr ums Patchen kümmern, um die Infrastruktur, die letztendlich dahinter steckt, ja, also von Serverinfrastruktur, Strom, Kühlung und so weiter. Sondern ich bekomme fertige Postfächer. Ja, das heißt, das muss man auch noch vielen, vielen Kunden nochmal erklären, wo letztendlich da der Unterschied ist, wo der Mehrwert auch dort dann auch wirklich liegt. Ja, angefangen von Verwaltungsaufwand, der deutlich reduziert wird, bis hin auch zu Kosten. Das ist beim Exchange-Server sehr, sehr stark, wenn man das mal gegenüberstellt, ja, was ich denn bei einem Exchange-Server on-prem habe versus ein Postfach aus der Cloud. Da haben wir auch einen ziemlichen Kostenvorteil. Das heißt, das sind auch so Argumente, mit denen wir dann mit den Kunden sprechen. Und das muss man auch dazu sagen, wissen Sie ja vermutlich auch aus Ihren Kundenprojekten, ist auch häufig das Thema, was so mit der erste Schritt in Richtung Cloud ist. Ja, wie gesagt, weil hier die Vorteile ganz, ganz stark auf der Hand liegen. Wie gesagt, angefangen bei den Kosten über Verwaltungsaufwand bis hin auch zum Thema Sicherheit. Was ja letztendlich da auch nochmal reinspielt. Bei Sicherheit meine ich dann sowohl Ausfallsicherheit als auch die Sicherheit auf der Software-Ebene, was Angriffe und so weiter angeht. Ja. Aber das heißt, das, wie gesagt, ein wichtiger zentraler Baustein ist meistens so der Punkt, wo man Kunden auch ganz, ganz gut schon mal mitbekommt. Ja. Gerade wenn es dann vielleicht auch Kunden sind, die, ja, ich sag mal, noch so ein bisschen Bauchschmerzen beim Thema Cloud haben, ist das eigentlich immer so ein guter Einstiegspunkt, um da mal in diese Welt einzusteigen und über das Thema dann auch grundsätzlich zu sprechen. Ja, also hier wichtiger erster Baustein, E-Mail-Kommunikation. So, dann haben wir den zweiten Bereich, die Office-Apps. Das ist immer
ich sag mal, ein relativ simpler Bereich, weil das eigentlich jeder heutzutage kennt, ja, Word, Excel, PowerPoint. Was man da halt immer nochmal erklären oder was ich da immer nochmal erkläre, ist so ein bisschen das Thema, was hat sich denn da auch getan in der Vergangenheit, ja. Weil es ist ja häufig so, dass in der Vergangenheit, gerade bei den On-Premise-Apps, da hatten wir immer das Thema, wir konnten nicht wirklich gemeinsam gleichzeitig an Dokumenten arbeiten. Ja, das war vielleicht irgendwo zentral abgelegt, das Dokument. Wenn dann aber der Erste dann das Dokument geöffnet hat und ein Zweiter wollte gleichzeitig dieses Dokument öffnen, da kam immer so eine Nachricht, hey, sorry, ist gerade gesperrt, ein anderer Benutzer bearbeitet gerade. Ja, und das ist natürlich eine Hürde im Zusammenarbeiten, weil es hier nicht effizient ist. Ich verliere Zeit, ich muss warten, bis der andere raus ist. Gegebenenfalls vergisst der andere aus dem Dokument rauszugehen, passiert auch immer. Ja, und das sind dann einfach Hürden im Zusammenarbeiten. Und das ist hier gerade ganz, ganz deutlich bei den Office-Apps, jetzt in der Office 365-Welt. Wir können gleichzeitig im Dokument arbeiten. Ja, das heißt, mit Christian und ich, diese Präsentation hier im Vorhinein, die wir vorbereitet haben, das haben wir gleichzeitig in diesem Dokument gemacht und jeder konnte an seinen Stellen dann letztendlich auch Sachen anpassen. Und das schafft einfach eine deutlich barrierefreie Umgebung. Wir können einfach mal miteinander arbeiten. Ja, und das ist natürlich eine Möglichkeit, um auch in so eine, ja, in ein einfaches und effizienteres Zusammenarbeiten reinzukommen. Und das ist dann, Christian, du musst nochmal eine genaue Folie wieder zurück. Beim Thema Zusammenarbeiten bei den Office-Apps ein wichtiger Punkt. Den wir da auch berücksichtigen sollten und wo sich dann auch grundsätzlich was verändert hat im Vergleich zur Vergangenheit. Ne? Was ich eben schon erwähnt habe, natürlich auch diese grundsätzliche Logik. Wir lizenzieren jetzt nicht mehr das Gerät, wie wir es früher getan haben beim Office 2013 oder 2016 oder wie auch immer, sondern wir lizenzieren per User. Ja, das heißt, wir können jetzt hier die Office-Apps auf bis zu 15 Endgeräten dann auch letztendlich installieren. 15 Endgeräte setzen sich zusammen aus 5 PCs, 5 Tablets und 5 Smartphones. Ja, das heißt, wir haben das immer 5 pro Kategorie und können die dort dann auch installieren und nutzen, um auch wirklich diesem Gedanken mobiles Arbeiten von überall dann auch dem auch noch nachzukommen. Ja, und das sind so letztendlich die wesentlichsten Unterschiede hier in diesem Office-Bereich, Office-Apps-Bereich. Ich sag mal, sonst kennt ja jeder Word, Excel, PowerPoint. Und das sind so die Argumente, mit denen wir da dann auch mit den Kunden sprechen. Ja. Dann gehen wir noch einen Baustein weiter, Thema SharePoint, ganz, ganz wichtiger und zentraler Baustein. Ich sage mal jetzt hier nicht nur SharePoint, sondern letztendlich auch OneDrive. Ja, aber der OneDrive ist ja eigentlich auch nur ein Unterbereich vom SharePoint, hat einen unterschiedlichen Hintergrund, einen unterschiedlichen Gedankengang. Ja, der SharePoint letztendlich eher als gesamter File-Share, ja, der wird verantwortet von einem Admin, ist zentral organisiert. Der OneDrive ist eher wie ein Home-Share, das heißt meine persönliche Ablage, ich selber bin Herr darüber. Ja, und das ist eigentlich wie bei mir so ein kleines extra Laufwerk, wo ich meine Daten ablegen kann in der Cloud. Ja, das heißt, das sind so ein bisschen die unterschiedlichen Philosophien dahinter. Technisch ist aber der SharePoint und der OneDrive genau das Gleiche. Ja, aber die Idee hierhinter letztendlich ist dann auch erstmal, zu sagen, wir möchten in dieser modernen Arbeitswelt die Dokumente an einem zentralen Ort haben. Das heißt, ich möchte von überall erstmal auf meine Dokumente darauf zugreifen können, ob es jetzt dann über meinen PC ist, ja, wo ich mir das vielleicht eingebunden habe als Laufwerk in meinem Explorer, oder ob es vielleicht auch über den Browser ist, weil ich mal irgendwo auf meine Daten zugreifen muss. Wir wollen die Daten an einem Ort haben und wollen zentral dort arbeiten können. Und das ist ein wichtiger Punkt, warum ich dann hier auch für diesen modernen Arbeitsplatz genauso eine zentrale Dateiablage brauche. Ja, das ist nämlich Punkt 1. Ich will erstmal von überall drauf zugreifen können, weil ich arbeite ja mobil. Und mobil heißt nicht nur zwingend aus dem Büro, sondern auch von aus dem Homeoffice oder von unterwegs. So, ein zweiter wichtiger Punkt ist, man kennt es auch von früher, dieses Versionschaos. Man hat ein Dokument, man bearbeitet das gemeinsam, man schickt sich das hin und her und hinterher weiß aber keiner mehr, was ist denn die aktuellste Version.
Ja, weil es wird ja immer wieder dann, wenn ich das per Mail schicke, wird ja immer wieder eine neue Kopie dann auch angelegt und dann gibt es unterschiedliche Versionen von Final, ja, Final, Final, jetzt aber wirklich Final und keiner weiß, wo ist die aktuellste Version, wo liegt sie gerade, liegt sie bei mir bei mir, liegt sie bei Christian, wie auch immer. Und deswegen da hier auch zentrale Idee, wir haben einen zentralen Ablageort und jeder, der darauf zugreifen soll, kann auch darauf zugreifen. Ja, und dort liegt dann immer die aktuellste Version. Und somit haben wir auch hier eine ganz andere Ordnung. Wir können Berechtigungsstrukturen hinterlegen und können dann auch sicherstellen, dass auch nur die Leute dann darauf zugreifen, die auch darauf zugreifen dann sollen. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Deswegen auch hier für dieses moderne Arbeiten wichtiger und zentraler Baustein und auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Kann natürlich noch deutlich mehr. Ich habe das jetzt erstmal auf das Wesentlichste begrenzt. So, dann kommen wir zum Thema Teams. Haben wir eben schon angesprochen, werden wir auch gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Aber auch hier enorm wichtiges Werkzeug, hat enorm an Zulauf gewonnen in der letzten Zeit. Hier geht es darum, wie tausche ich mich denn mit meinen Kollegen aus? Wie arbeite ich im Team zusammen? Wie kann ich das effizient gestalten? Ja, es ist so ein bisschen als die Zentrale für Zusammenarbeit, steht hier so schön gedacht. Ja, das heißt, ich habe eine zentrale Anlaufstelle, wenn ich morgens meinen PC anmache oder wenn ich vielleicht am Handy erstmal noch meine Nachrichten checke, wie auch immer, dann ist das Erste, was ich eigentlich tue oder so die Idee, ich öffne Teams und dort laufen alle Fäden zusammen. Ich habe dort alle meine Informationen. Schauen wir uns aber gleich nochmal im Detail an, will ich gar nicht zu tief drauf eingehen an dieser Stelle. Das also die vier wichtigsten Werkzeuge aus meiner Sicht. Wenn wir mal eine Folie weitergehen, dann sehen wir dort mal noch andere Werkzeuge, die letztendlich dort auch enthalten sind, die auch einen deutlichen Mehrwert schaffen können. Ja, was zum Beispiel, ich möchte mir einfach ein paar herausheben, der Planner. Zum Beispiel die Möglichkeit, mich im Team zu organisieren. Das klassische, wer macht was bis wann? Ja, wer kennt es nicht? Man geht aus dem Kunden oder aus dem Termin raus, ja, hat ziemlich viele To-Dos vereinbart. Beim nächsten Meeting guckt man, okay, was ist erledigt und was nicht. Und man merkt, die Hälfte ist irgendwie dann doch nicht erledigt worden. Und ja, das ist dann so ein bisschen das Thema, wo dann Planner helfen kann, weil ich dort festlegen kann, wer macht was bis wann. Ja. Wir sehen auch hier dann noch, wo ich vielleicht nochmal drauf eingehen möchte, diese ganze Prozessautomatisierungsebene, ja, also von Power Automate über Power Apps oder auch Forms, enorm hilfreich. Das sind viele Kunden, die da die interessantesten Workflows schon abgebildet haben und was wirklich einen enormen Mehrwert schafft. Und das sind auch Werkzeuge, die in den meisten Office oder Microsoft 365, Office 365 Lizenzen auch schon enthalten sind. Ja, ich kann dort Prozesse automatisieren vom Genehmigungsworkflow. Ja, wenn der Chef nochmal irgendwas genehmigen muss, bis hin zu komplexen Apps, die ich auch bauen kann, beziehungsweise komplex insofern, so komplex ist es gar nicht, weil ich das auch ohne Entwicklungskenntnisse auch selber durchführen kann. Ich brauche IT-Kenntnisse, aber dann kann ich eine eigene App auch dann zur Verfügung stellen. Das nennt sich Low-Code-Basis, ja, und ich kann dort eigene Apps dann entwickeln. Beispiele dafür sind so eine Urlaubs-App. Das heißt, ich regel darüber meine Urlaubsanträge, ja, oder ich steuere darüber eine Besucheranmeldung. Und da kann ich sehr, sehr flexibel sein und kann die individuellsten Workflows dann auch beim Kunden abbilden. Ist zum einen interessant für den Kunden. Wie gesagt, das ist in der Lizenz schon mit dabei und ich kann sehr viel vereinfachen, was heute vielleicht nicht so einfach läuft. Und für uns, ja, oder für Sie als Partner, für uns als Dienstleister ist es auch interessant, weil man steigt sehr tief in die Prozesse des Kunden ein und man lernt immer mehr vom Kunden. Ja, das heißt auch hier sehr, sehr interessanter Bereich. Ja, das wären einfach mal so ein paar Sachen, die ich hier rausgreifen möchte. Ja, vielleicht Forms noch mal einmal, auch ein sehr hilfreiches Tool. Geht darum, um Umfragen mal zu starten. Abfragen zu starten im Unternehmen. Also ich kann mit ein paar Klicks mir eine eigene Umfrage dann auch erstellen, ob es jetzt intern vielleicht eine Mitarbeiterbefragung ist, ob Sie damit Ihre Kunden befragen, wie zufrieden Sie sind oder ob einfach interne organisatorische Prozesse darüber abgebildet werden. Da haben Sie letztendlich alle Freiheiten. Ja.
Das aber einfach mal so ein Überblick. Ich greife mir dann auch in den Präsentationen mit den Kunden hier mal so ein paar Punkte raus, die interessant sein könnten. Ja, und dann gehe ich nochmal dann tiefer darauf ein. Und dann schauen wir, welches Werkzeug dann auch beim Kunden passt. Ja, weil wie eben schon gesagt, nicht jedes Werkzeug wird beim Kunden passen. Aber die Idee ist natürlich, je mehr ich hiervon nutze, desto mehr hilft mir natürlich auch dieses Produkt. So viel dazu. Ich würde im nächsten gerne ein bisschen in Teams eintauchen wollen, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was momentan sehr, sehr stark zieht. Ja, wir haben jetzt wieder unterschiedliche Homeoffice-Phasen. Das heißt, auch dort ist es wieder, ja, arbeiten die Leute wieder von zu Hause, brauchen irgendwo eine Lösung, um auch virtuell zusammenzuarbeiten. Und da ist Teams natürlich die Lösung der Microsoft. Ja. Wenn man sich das anschaut, haben wir dort unterschiedliche Bereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Oder ich sage mal unterschiedliche Bereiche, die Teams auch abdeckt. Das ist zum einen natürlich ganz, ganz wichtig, das Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich heute? Ja, Christian hat es initial schon gesagt. Wenn wir unseren Mitarbeitern nicht Lösungen an die Hand stellen, die sie aus dem Privaten schon kennen, dann suchen sie sich irgendwann selber Lösungen. Und das ist ein Klassiker, Beispiel Chat. Ja, also wie viele Unternehmen haben irgendwie WhatsApp im Einsatz, ohne dass sie es wissen, beziehungsweise ohne dass sie es wollen, weil die Mitarbeiter nutzen WhatsApp, um miteinander zu kommunizieren, weil wir chatten heutzutage einfach viel mehr. Ja, das entwickelt sich vom Privaten natürlich auch ins Geschäftliche. So, und das ist natürlich hier ein Punkt, den ich mit Teams super abdecken kann. Ich kann darüber chatten. Und das auf jedem Endgerät, das heißt sowohl auf meinem Handy als auch auf meinem PC oder auch auf dem Tablet. Ich bin auf jedem Endgerät auch erreichbar und kann dort einfach kommunizieren. Ja. Wir können sogar auch darüber Videokonferenzen machen, so wie wir es heute tun, oder auch ein Telefonanruf ist auch letztendlich möglich. Zum Thema Telefonie kommen wir gleich nochmal. Aber das sind die Möglichkeiten, die ich jetzt hier darüber habe. Das heißt, hier ein wichtiger Bereich in Teams ist wirklich das Thema Kommunikation. Wie kann ich das effizient abbilden? Der nächste Bereich ist dann das Thema Zusammenarbeiten. Und das ist auch dann der Punkt, wo sich Teams auch aus meiner Sicht deutlich von anderen Wettbewerbern auch abhebt. Ja, weil hier ist wirklich die Idee, ich habe gemeinsame Arbeitsbereiche, und die kann ich individuell auf mich anpassen. Das heißt, ich habe für jedes Team einen eigenen Bereich. In diesem Bereich können dann die Mitarbeiter sich zu arbeitsspezifischen Themen austauschen, können aber auch ihre Dokumente ablegen, können an diesen Dokumenten aus Teams raus arbeiten, können noch andere Informationen auch hinzufügen, andere Bereiche verlinken und so weiter. Das heißt, ich kann das an meine Arbeitsweise anpassen und das Ganze individualisieren, dass ich wirklich genau diese zentrale Anlaufstelle, die Teams ja dann auch sein kann, soll, dann auch damit abbilden kann. Ja. Und das ist wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger und großer Punkt. Ich will auch gar nicht im Detail noch drauf eingehen. Da können wir noch ewig drüber reden. Das ist wahrscheinlich nochmal ein eigenes Webinar. Nächster Punkt, ja, das ist das, was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Wir können unsere Arbeitsbereiche auch entsprechend anpassen. Ja, das heißt, wir sehen hier im Bild jetzt auch mal andere Apps, die ich auch in Teams einbinden kann. Ja, wenn ich vielleicht irgendwie noch ein Jira oder ein Confluence nutze, ja, oder hier ist noch Trello als Beispiel nochmal mit aufgeführt, wie auch immer, Bitbucket. Wenn ich solche Tools nutze, dann kann ich die auch in Teams einbinden. Das ist das, was ich meine mit Individualisierung des Arbeitsbereiches, ja. Weil die Idee ist hier, es sollen hier wirklich alle Fäden zusammenlaufen innerhalb von Teams, sodass ich Teams nicht mehr wirklich verlassen muss, sondern alles in einer Applikation habe. Und das ist letztendlich die Idee hinter Teams. So, das Ganze natürlich entsprechend auch abgesichert, ja, vertrauensvoll. Wir können es gut verwalten. Wir haben einen eigenen Verwaltungsbereich im Admin Center für Teams, können dort unterschiedlichste Einstellungen treffen. Und dort unsere Kommunikation dann auch entsprechend überwachen und steuern. Ja, und das ist ja genau das, was bei WhatsApp ja vielen Leuten in der IT Probleme macht, weil da haben sie keine Kontrolle darüber. Über den Datenschutz haben sie keine Kontrolle darüber und so weiter. Das kann man hiermit alles sauber steuern. Und deswegen hier einfach ein wichtiger Punkt zu Microsoft Teams dann auch im Grundsätzlichen. Ja, und so viel vielleicht mal als Kurzüberblick. Wie gesagt, man kann da noch ewig drüber reden. Wir wollten aber jetzt hier keine Produktpräsentation machen, sondern
einfach wie wir das Ganze letztendlich auch vor dem Kunden dann auch pitchen und auch verkaufen. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen tiefer dann auch auf bestimmte Bereiche ein und dann im zweiten Schritt dann auch natürlich, was bei Projekten zu berücksichtigen ist. Gut, danke Yannick. Wichtige Punkte gerade ja, zu der Applikation oder zu dem Arbeitsplatz, der ja von Microsoft selber und auch bei den Kunden vor allem gerade so im Fokus steht. Ja, ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, Corona kam dann und wenn ich so die Zahlen anschaue, zwar vor Corona waren wir bei circa 25 bis 30 Millionen Nutzer und auf einmal waren es innerhalb von 2, 3 Monaten schon weit über 130 Millionen. Also man sieht, wie stark diese, wo die Tendenz da hingeht, ja, wie stark es eingesetzt wird. Und du hast gerade die Grundfunktion schon sehr schön erklärt, Yannick, ne? Das heißt also für die Kunden selber, was sind die Vorteile von Teams? Ja, also wir haben den zentralen Arbeitsplatz. Ich gehe über dieses Frontend ein und kann andere Applikationen, entweder Microsoft-Applikationen, ja, hier bedienen, die sind hier integriert. Ich benötige erstmal keine Admin-Kenntnisse, um zum Beispiel einen SharePoint aufzumachen, weil wenn ich einen Teams-Kanal eröffne, generiere ich ja automatisch auch schon eine Dokumentenbibliothek im Hintergrund, ja, wo die Daten und Dateien abgelegt werden. Ja, zudem habe ich, und ich glaube, das war auch einer der Haupttreiber nach dem letzten Jahr natürlich, wie kann ich virtuelle Team-Meetings umsetzen, ja, wo die Teilnehmer an verschiedenen Orten, die meisten letztes Jahr aus dem Homeoffice heraus, ja, einfach teilnehmen können mit einer zentralen Rufnummer, die bereitgestellt wird, inklusive solche Sachen wie Dateien und Bildschirmteilen, Aufzeichnungen etc. Ja, dann ein wichtiger Punkt, und das halte ich neben dem virtuellen Meetings, wenn ich mir den Markt anschaue, gibt es natürlich neben Microsoft auch andere Lösungen, die virtuelle Meetings und Online-Meetings ermöglichen. Aber ich persönlich halte für eine der stärksten Argumente, ja, bei Teams tatsächlich das mit der Zusammenarbeit. Ja, also dass ich alle Dokumente an einem Ort habe. Jeder, der in diesem Team ist, ist auf dem gleichen Stand und ist informiert. Jeder hat die gleiche Version. Das ist einer meiner Lieblingsbeispiele. Ja, du hast es auch gesagt bei SharePoint OneDrive. Jeder hat die gleiche Version. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, an wenn Präsentationen durch die Gegend per E-Mail geschickt werden, am besten noch 23 Megabyte groß mit Version 21 final, jetzt wirklich final, final, final. Da ist garantiert, dass irgendwo irgendein Stand verloren geht. Ja, nur als einfaches Beispiel. So, dann haben wir neben der Zusammenarbeit, ja, auch mit extern vor allem, ja, wenn man früher noch dran denkt, es war doch relativ umständlich, auch mit extern zum Beispiel Lieferanten, Partnern, Kunden zusammenzuarbeiten, aus technischer Sicht noch umsetzbar dann mit Active Directory Federation Services. Hier gebe ich in einem Team, wenn ich das erlaube, mit extern zu arbeiten, die E-Mail-Adresse ein, ja, und derjenige ist eingeladen. Der Eingeladene benötigt in dem Fall noch nicht mal eine Lizenz. Ja. Er kann auf Teams zugreifen, selbstverständlich allerdings auch nur auf diesen Kanal. Ja. Gut, und auf dieses Team. Gut, also wichtige Punkte von Microsoft Teams. Erstmal alle Online-Meetings, Kommunikation zentral an einen Ort. Jeder ist informiert, hat die gleichen Versionen. Ja, wichtiger Punkt, Zusammenarbeit. Ich kann andere Applikationen, sei es von Microsoft selber auf der Office Suite oder andere wie zum Beispiel CRM Dynamics, aber auch Drittanbieter-Applikationen integrieren, ja, wenn die Schnittstelle auch bei den anderen Lösungen vorhanden ist. So, wir haben sowas wie KI-Unterstützung. Einfache Beispiele dafür sind Live-Übersetzungen. Ne? Ich könnte jetzt hier auch einen Untertitel mit einblenden, in dem ein Gesprochenes übersetzt wird. Ja. Andere KI-Beispiel ist sowas, ich habe einen Kanal und habe dahinter einen Reiter mit FAQs, mit dem ich das zum Beispiel mit einem Chatbot über eine Azure-Lösung umsetzen kann. Ja, das sind so Sachen für KI-Unterstützung. Ich kann meine Meetings aufzeichnen.
mit der richtigen Lizenz oder mit verschiedenen Lizenz könnte ich nach bestimmten Wörtern suchen, ne? Zum Beispiel, wo mein Name gefallen ist oder ein Projekt XY, wenn ich nicht teilgenommen habe. Und aber neben all diesen Sachen natürlich Compliance, Sicherheit und die Verwaltbarkeit. Du hattest gerade vorher einen kleinen Einblick in das Admin Center, wo ich sowas einstellen kann. Der Compliance-Fall, wie führe ich Team 1 auf was ein, auf was sollte ich achten? Das schauen wir uns gleich nochmal an, weil das ist ein ganz wichtiger Baustein. Am besten schon, bevor man es einführt. Na, wir werden gleich einen Blick drauf werfen. So, neben diesen Grundfunktionalitäten, ja, was man hier oben auch sehr schön sieht, neben der Zusammenarbeit über Teams und Chat, Meetings, Online-Meetings abhalten etc., Dokumentenablage, habe ich hier dann auch nochmal die Möglichkeit zu telefonieren. Ja, in der normalen Version erstmal ganz normale Peer-to-Peer Voice-over-IP-Telefonie, ja, innerhalb meines Unternehmens. Aber, und das ist so der nächste Schritt, und ich denke, das sieht man ganz deutlich jetzt auch am Markt, dass die Anfragen haben sich bei uns in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr stark verstärkt. Ja, also sehr stark nach oben gegangen, was das Thema die mit der Fragestellung, kann ich mit Teams auch in das öffentliche PSTN-Telefonnetz telefonieren? Bekomme ich eine eigene Festnetznummer dazu? Ja, und genau das geht. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Schauen wir uns gleich mal an von der technischen Seite. Ein paar Grundfunktionalitäten von Teams Telefonie zeige ich Ihnen jetzt. Das heißt, Sie haben, wenn Sie das hier sehen, eine eigene Festnetznummer, ja, praktisch Ihre Telefonanlage auf jedem Gerät, sei es auf Ihrem Handy, sei es auf Ihrem Laptop, Tablet etc., also geräteunabhängig. Ja, Sie haben dann Funktionen drauf, Sie können ins öffentliche Telefonnetz, Mobilfunknetz telefonieren, ja, indem Sie entweder über Kontakte, über Teams direkt oder vielleicht auch über Outlook direkt dann telefonieren können. Na, Sie haben sowas wie einen Anrufbeantworter mit dabei, der dann auch noch das Ganze transkribiert und das dann als E-Mail zu Exchange oder in Outlook weiterleitet. Ja. Sie können natürlich immer, das meinte ich vorher, mit Geräte unabhängig während des Telefonats oder auch davor einfach die Geräte wechseln, weil Sie gerade zum Beispiel unterwegs sind. Ja. Es gibt sowas wie eine Telefonzentrale, indem ich einen individuellen Begrüßungstext einspielen lassen kann, indem ich nach Nummern verschiedene Durchwahlen definieren kann, etc. Ja, wir haben Anrufwarteschleifen mit eigener Musik oder Sie stellen sich vor, Sie haben ein größeres Büro oder ein Team, wo bei mehreren Mitarbeitern gleichzeitig dann das klingelt. Sie können natürlich auch sagen, ich habe hier eine Warteschlange und dann aber zum Beispiel nach Zeit demjenigen zugeordnet, der dann wieder frei ist. Ja. Zudem natürlich ganz normales 1:1, aber auch die Online-Meetings, die wir gerade besprochen hatten. Und wichtiger Punkt auch, wenn man mal überlegt, man ist vielleicht mit dem Auto unterwegs etc., einfach zentrale Nummern, ja, die als aus Lizenzsicht, wenn Sie jetzt keine E5 haben, ja, als Add-on buchbar sind, ja, dass man eine zentrale Nummer zur Verfügung stellt, ausländische oder halt deutsche Nummer, ja, das ist möglich. Was ich Ihnen sagen will: Es gibt sehr viele Funktionen in Teams-Telefonie, ja, sehr viele. Es gibt ein paar Sachen, die bringt Teams zum Beispiel nativ jetzt nicht mit. Ne, wenn man sowas denkt wie Contact Center, dafür gibt es dann wiederum Schnittstellen und eine ganze Übersicht, welche Contact Center-Lösungen in Teams integrierbar sind. Ja, und ich könnte jetzt ja stundenlang so weitermachen, welche Funktionen es gibt, welche es nicht gibt. Gibt sehr gute Übersichten auch. Wichtig ist immer zu wissen, Teams kann Telefonie, kann sehr viel, kann vielleicht Stand heute noch nicht alles wie eine klassische Telefonanlage, ja, hat aber eine Portfolio-Roadmap, wo jeden Monat immer mehr umgesetzt wird. Ja. Also beim Kunden dann auch tatsächlich immer prüfen, welche Anforderungen gibt es vom Kunden, gibt es da welche Spezifikationen etc. Und dann kann man sich entscheiden, ist Teams Telefonie Lösung, die passt. Muss man es vielleicht hybrid aufbauen? Ja, auch das geht mit verschiedenen Szenarien. Das heißt, dass man eine bestehende TK-Anlage hat und und Teams Telefonie zum Beispiel für bestimmte Abteilungen, ja, oder bestimmte Mitarbeiter einführt. Gut.
Zu Teams-Telefonie selber, ich hatte vorher ehrlich gesagt noch auf jedem Endgerät verfügbar. Nichtsdestotrotz, was wir immer feststellen, ist, den Kunden am besten, den Mitarbeitern, also auch mitgeben, die Wahl zu lassen, mit was möchten sie telefonieren. Ja, es gibt den ein oder anderen Mitarbeiter, der gerne noch mit einem Schreibtischtelefon, also mit dem Desktop-Telefon telefoniert, mit dem klassischen Telefon. Da gibt es ganz viele Teams-zertifizierte Geräte von verschiedenen Anbietern wie Audiocodes oder Poly, Yearlink und. Ja. Und das Gleiche auch, ja, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade machen, über Headset, mobil, stationär etc. Ja, also da geben wir mal als Tipp mit dem Mitarbeiter, ne, so Stichpunkt Change Management. Es wird immer eine Gruppe, also Stand heute, noch eine Gruppe geben, die auf das Desktop-Telefon oder das normale Telefon nicht verzichten möchte, die Mitarbeiter einfach in die Wahl lassen. Da gibt es genügend Auswahlmöglichkeiten. Okay. Zusätzlich, es wird auch noch eine Zeit nach Corona geben, kombiniert allerdings auch, ne, jetzt wo das Homeoffice so stark gekommen ist, ja, an verschiedenen Orten, Konferenzräume, Leute sitzen zu Hause, an anderen Orten, gibt es hier natürlich nochmal Lösungen wie ein Surface Hub, ja, also das Microsoft von Microsoft direkt oder auch ja, Raumsysteme von Herstellern wie wieder Logitech oder Poly, indem ich meinen Meetingraum erweitern kann, ja, zum Beispiel mit über Ton, mit Mikrofon, mit Kamera, ja, mit Bildschirm etc. Und der Vorteil hier ist einfach, gibt es übrigens auch eine Lizenz, nicht, Janik hat es so schön erklärt vorher, nutzerbezogen mit 555, hier anders, raumbezogen. Ja, man lizenziert den Raum, man kommt in den Raum rein, drückt auf sein Touchpanel und ist in der Besprechung drin. Und nicht jeder muss sich einzeln einwählen und irgendwelche Sachen rumreichen. Okay, gut, zurück zu Teams-Telefonie, mal so als Basis, was brauche ich denn dafür? Ja, also allererstes brauchen wir den Telefonanschluss, in dem Beispiel jetzt ist es von der Telekom, klar, ja, also ein SIP-Trunk, ja, national, international, mit Flatrate, ohne Flatrate, gibt es verschiedene Arten, in unserem Beispiel ist jetzt von der Telekom, gibt es allerdings natürlich auch von anderen Providern. Zudem zwingend erforderlich zu einer Office 365 Lizenz ist die Microsoft Cloud Telefonanlage. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung. Heißt, im E5-Plan zum Beispiel ist es bereits enthalten. Ja, bei allen anderen Plänen muss es als Add-on hinzugebucht werden. Okay, zwingende Voraussetzung, Microsoft Cloud Telefonanlage. So, zudem ein Session Border Controller, also ein AB-Wandler, der ein internes in ein externes Signal oder andersrum wandelt. Das Ganze kann virtuell zur Verfügung gestellt werden, ja, also über ein Rechenzentrum bei Microsoft oder als Hardware vor Ort, ja, dass dieser Router dann vor Ort beim Kunden steht. Ja, gibt's zwei verschiedene Arten, gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Ja, das eine und anderen ist integrierbar mit bestehenden TK-Anlagen. Ich kann ein analoges Fax anschließen, also bei der Hardware vor Ort. Ich habe ein Quality of Service, also eine dedizierte Bandbreite. Ja. Das andere, das virtuelle, ist sehr schnell bereitgestellt. Ja, vielleicht auch eher mal Stand heute eher für kleinere Kunden. Ja. Gut, also hat all seine Vor- und Nachteile. Also Grundvoraussetzungen für Teams-Telefonie, SIP-Trunk, Cloud-Telefon, Microsoft Cloud-Telefonanlage Lizenz als Add-on, Session Border Controller. Okay. Wenn Kunden sich mit diesem Thema beschäftigen, werden sie nicht immer automatisch zum da ist ja die Telekom, sondern sie werden wahrscheinlich als erstes, wenn sie zum Beispiel über ihr Admin Center gehen, auf Microsoft Calling-Pläne direkt von der Microsoft bezogen werden können, stoßen. Ja, also es gibt verschiedene Arten, entweder einmal direkt von der Microsoft, sogenannte Calling-Pläne oder Direct Routing, was ich gerade erklärt hatte, ne, mit SIP-Trunk und Session Border Controller etc. Zum Beispiel von der Telekom, es gibt auch andere Anbieter. Ja, Calling-Pläne von der Microsoft, Vorteil hier, sehr schnell bereitgestellt. Ja, also innerhalb von Minuten wird der Nutzer befähigt, dann auch zu telefonieren. Was man hier wissen sollte, ist, dass Calling-Pläne limitiert sind, also in
in Minuten-Budgets. Ja, der Nutzer hat dann ein Minutenkontingent, gibt es verschiedene Pläne, ja, wo er international oder national oder nur national telefonieren kann. Ja, also das ist, sollte man halt wissen. Muss man abwägen, wo ist dann auch kaufmännisch der Vorteil, aber vor allem aus technischer Sicht, ja, was möchte ich damit umsetzen, was nicht. Funktioniert zum Beispiel auch im Ausland, ja, in mehreren Ländern gibt es eine Übersicht, in welchen Ländern. Ja, ist immer eine Abwägungssache, was benötige ich, was benötigt der Kunde. Ja, Teams Telefonie, viele Funktionen, es gibt verschiedene Arten der Bereitstellung. Es gibt einmal das von über Provider wie die Telekom, es gibt es einmal von Microsoft direkt mit Calling-Plänen. Okay, so. Lass uns auch mal drauf schauen, auf Einführung von Microsoft Teams selber. Ja, was sollte man beachten? Auf was sollte man achten? Das sind ja auch so Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, die unsere und auch ihre Kunden machen oder gemacht haben und die Microsoft selber auch gemacht hat. Ja, das heißt, wir haben es vorher immer so gesagt, Teams als zentraler Arbeitsplatz. Nur Teams ist ja das, ist einfach das Frontend, mein Eingangstor, in dem ich andere Sachen anspiele oder tatsächlich oder etwas härter ausgedrückt auch Abhängigkeiten habe. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele nennen. Wenn ich einen Teams-Kanal eröffne, generiere ich automatisch im Hintergrund eine SharePoint-Dokumentenbibliothek. Ja, heißt, ich brauche natürlich auch als Lizenzierung ja, einen SharePoint-Plan. Das Gleiche gilt, wenn ich zum Beispiel chatte, also ein nicht im Teams-Kanal, sondern zum Beispiel über die Chat-Funktion mit meinen Kollegen oder in einer Gruppe, ja, wird das Ganze in OneDrive abgespeichert. Wenn wir uns daran erinnern, ich hatte vorher als Funktion gesagt, Cloud-Anrufbeantworter bei Telefonie, der mir dann das Gesprochene vom Anrufbeantworter transkribiert und als E-Mail schickt. Auch hier brauche ich einen Exchange Online Plan 2. Wenn ich zum Beispiel meine Meetings aufzeichnen möchte, wird es in Stream gespeichert. Ja? Und. Was ich Ihnen sagen möchte, ist einfach, bedenken Sie, dass Teams, gerade auch bei der Lizenzierung und Bereitstellung, Abhängigkeiten hat in andere Office-Applikationen. Okay? Teams, das Frontend. Ja, bei der Einführung selber, ne, das ist das meinte, Teams keine Standalone-Lösung. Teams ist auch nicht nur ein UC oder Kommunikationsclient, sondern tatsächlich ne, Prozesse, Steuerung, Kommunikationstool, aber vor allem auch der Zusammenarbeitsfaktor. Dran denken beim Rollout, und da sprechen wir aus eigener Erfahrung, ja, an Change Management, die Nutzer mitnehmen, ja, immer sich auch klar sein beim Change, warum mache ich das? Was bringt mir die neue Lösung? Was beantworte ich damit? Und wie setze ich das Ganze um? Und den Nutzer nie vergessen. Es gibt Ansätze wie Power-User zu identifizieren. Es gibt Ansätze wie hier dargestellten Champions-Programm, wo man aus verschiedenen Abteilungen feste Ansprechpartner hat, die für ihre Kollegen damit dienen, aber auch als Vorreiter dienen. Ja? Die Mehrwerte den Nutzer weitergeben. Ja? Da gibt es verschiedene Ansätze, Teams auch einzuführen. Eine Möglichkeit ist, dass man sagt, man führt Teams ein und fängt erstmal nur an, die Bereiche Chat, Kanäle, Applikationen freizuschalten. Danach Konferenzen, also Online-Meetings und danach zum Beispiel TK oder Telefoniefunktionen. Ja. Was wir letztes Jahr gesehen haben, da war es oft andersrum. Das heißt, man hat erst angefangen mit, es wurde direkt bereitgestellt mit allem, ja, mit allem und alles war erlaubt. Ja, weil es geht ja auch darum, dass Nutzer effizient und effektiv arbeiten können. Ja, das ist dann auch immer so die Frage, wie viel erlaube ich, wie viel sollte ich nicht erlauben, weil man ne, alles, was man verbietet, ist natürlich auch irgendwo wieder, was Produktivität angeht, eine Einschränkung. Ja, wir empfehlen immer, Teams in Phasen auszurollen, je nach Kundenszenario, ja, und den Nutzer dann so dementsprechend dran zu gewöhnen und einzugewöhnen. Was passiert oder was ist oft passiert oder was sehen wir oft bei unseren Kunden? Mit etwas Selbstkritik, vielleicht auch bei uns selbst. Wenn Teams ausgerollt wird und
jeder machen kann, was er möchte und alles zur Verfügung steht, ohne dass zum Beispiel geschult wird, ohne dass es klare Regeln gibt. Ja, nämlich das, was man eigentlich nicht erreichen möchte, dass die Produktivität wieder runtergeht, weil weil man auf einmal in ganz vielen Kanälen drin ist, einfach einen Überschuss an Nachrichten, Duplikaten und auch einfach Verwirrung hat. Was mache ich in diesem Kanal? Ich gehöre vielleicht gar nicht dazu, ja, weil ganze Gruppen eingeladen worden sind, etc. Was ist denn, wir hatten vorher gesagt, so schön wie das auch ist, externe Gäste, Lieferanten etc. einzuladen. Aber sollen die alles sehen? Was ist denn mit den Inhalten? Ja, dürfen die alles bearbeiten? Darf jeder alles löschen? Wo wird das Ganze abgespeichert? Ja, genau, also die Risiken bei der Einführung, wenn man es einfach nur bereitstellt, ja, einfach am besten schon vorher beachten. So, Governance. Welche Regeln sollte ich beachten? Ich fange mal mit ein paar an, so als grobe Übersicht. Ja, also wer darf Gruppen erstellen? Wer darf Teams-Kanäle erstellen? Wer darf wen einladen? Was darf ich in diesem Team machen? Wer darf die Daten löschen, verändern etc.? Regeln der Namensgebung. Überlegen Sie mal an auch größere Unternehmen, wenn jeder jeden Namen geben darf und soll, Beispiel Marketing, da gibt es wahrscheinlich mehrere Marketingabteilungen, ja, der Name ist vergeben. Man kann es natürlich wieder rückgängig machen, nur dann ist alles, was drin schon bereits passiert ist, Verlinkungen etc., erneuert sich nicht. Den Namen kann ich nur jederzeit ändern. Auch wieder Verwirrung. Ja. Was ist mit Gastzugängen? Wer darf von externen oder anderen Abteilungen oder Bereichen darauf zugreifen und wer nicht? Ja, was sind, welche Applikationen darf ich integrieren? Wir haben es vorher so schön gesehen, Office, Microsoft Applikationen, was ist mit Drittanbieter Applikationen? Soll ich Facebook integrieren? Soll ich das nicht integrieren? Ja, wer darf dann auf diese Daten zugreifen, verändern etc.? Datensicherheit, wo liegen die Daten? Wer darf die Daten verändern? Wer darf sie löschen? Wie lange müssen sie aufbewahrt werden? Ja. Wer darf Daten einfach hochladen? Ja, denken wir, kommen morgen ja auch auf das Thema Security zu sprechen. Also die Sachen, die man sich am besten immer vorher Gedanken macht. Ja, das sind so die Erfahrungen der letzten 1-2 Jahre, die wir hier sammeln konnten. Das jetzt nochmal ein bisschen etwas detaillierter. Ja, also wirklich Governance am besten davor. Weil manchmal ist es dann nicht so gut, das wieder rückgängig zu machen. Es geht, aber es ist viel Aufwand und führt genau zu den Sachen, die man vorher besprochen hat, die man eigentlich nicht möchte. Okay, gut. Abschließend, Teams einführen, wirklich erstmal überlegen, planen, konfigurieren. Ja, wer darf darauf zugreifen? Governance-Modelle ausarbeiten, sich überlegen, was möchte ich damit erreichen, wer soll damit arbeiten, wie will ich damit arbeiten, wirklich im Piloten rangehen, zum Beispiel IT-Abteilung und eine Person aus einer Fachabteilung, ja, ausprobieren, ja, was passiert da, danach die Mitarbeiter befähigen, welche Arbeitsprozesse haben die, was können sie damit besser erledigen, effektiver erledigen und vor allem mitnehmen, schulen. Vorher hat man das Champions-Konzept oder Power-User. Ja, also wirklich, weil daran scheitern viele Projekte. Okay, den Mitarbeiter befähigen, mitnehmen.